Bin fertig hier. Bauernwohnhaus. Stelle. Zack. Holz macht sich auch gut, das heißt, wir machen noch ein little bit Defense. Noch weiter defensiv. So. Und wir haben auch Leinen-Outfits. Das ist schön. Kann es sein, dass ich wieder mal doof bin? Gewitter. Besitze ich jetzt einen eigenen Esel? Also als Lindefahrer. Ich weiß, an dem Problem arbeiten wir doch. Da arbeiten wir doch dran. So. Und wir holen uns jetzt erstmal das Rad. Das Rad wurde freigeschaltet. Schaltet Konstruktion von Kampfeiwesen. Müssen wir erlauben. Schön. Und irgendwo wurde gerade ein Schaf gemordet. Jetzt. Bauen, Transport. Karren. Bauen, Transport. Karren. Brauchen wir einfach zwei Karren. Wir brauchen vier Leder. Wir haben. Jeder aber Rohr heute. Ah. Ja, ich brauche dafür Holzkohle. Ich brauche dafür anscheinend echt Holzkohle. Oh, hier ist ja getrocknete Haut und hier brauchen wir einfach nur Knochen. Hallo, mein Händlerfreund. Sechs Tannin. Würde sich ja fast schon lohnen. Das ist jetzt meine Frage. Jetzt ist meine Frage. Wie kostet das? Wie kostet es mir? Bei ihm haben wir auch noch mehr als genug. Ich finde es ja nett, dass meine Leute erstmal an den Räubern vorbeilaufen können.
Nun kommt rein. Kinder. Ab wann schießen jetzt die Türme? Nein. Oh. Dann können wir das jetzt schon wieder lassen, aber... Verklickt. Defensiv. Ultimative Verteidigung. Nein. Lager. Nein, nein. Defensiv. Zack. Räuber, Brücke, hat sich. Fand man dich automatisch davor oder wie läuft das? Ich glaube, ich brauche noch ein Flachs. So, dann holen wir uns ein bisschen das Lachs. Die Ziege wird sich geholt. Schön. Moorflor. Eisen. Feuerstein. Das hat sich soweit schon alles erledigt. Schade. Oh Gott, ich wünschte, wir hätten schon Rinder. Dann kriege ich einen Rinder. Den Punkt. No. Lassen wir uns erstmal weiterlaufen. Und das haben wir, das haben wir. Brauchen wir zwei Leder. In der Hoffnung, dass hier irgendwer nochmal gleich zwei Leder herstellt. Die alle heute gleich getrocknet sind. Und das Zeitalter des Rindviehs ist gekommen. Nehmen wir dich. Nehmen wir dich. Und dann fangen wir dich. Und dich können wir einfach mal just machen. Wie das mit Domestizierung was bist du? Du bist ein Bär. Nehmen wir Auerachse und was bist du? Stein. Feuerstein. Schlitten nicht mehr nutzbar. Dem Auerochsen.
Ich weiß, dass einige unserer Bewohner keine leichte Kleidung haben. Warum macht das hier keiner? Ich habe Tannin und ich habe Rohhäute. Warum? Warum? Warum macht hier niemand Leder? Leder. Rohrhäute und Tannin. Bis auf mir, dass du Leder hast. Wieder mal hast du nichts, was ich haben will. Super. Macht sich nicht so schön zum Handeln wie Feuersteinmesser. Okay. Könnte sich mal bitte irgendwer hier für Leder zuständig fühlen? Ich meine, so wenig seid ihr nicht mehr. Das sollte eigentlich funktionieren. So, auf dem Weg gleich ein paar Auerochsen. Und wir bauen einfach nochmal ein paar Schlitten, weil irgendwie klappt es besser. Schlitten. Wir brauchen Leder. Das baut hier keiner. Leder. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh nein, ich habe vergessen, die Produktion anzumachen. Nein. Oh, wir haben gleich einen zweiten Karren. Ich habe alles gleich voll. Wir haben auch viel zu viel Getreide. Das heißt, wir bräuchten nochmal einen zweiten Mörser. Bauen. Produktion. Wo haben wir... Ach, hier ist der. Ich würde ja auch gerne irgendwo die Leute fest so in den Beruf einstellen. Zwei Leder, also. Das fehlt aber zwei, brauchen noch einen Schlitten. Mit dem Holzabbau. Holzi, Holzi, Holz. Drüben sehe ich irgendwie.
Ein Händler ist gekommen. Hast du Leder? Ja. Es hat Leder dabei und eine Ziege. 21. Huch. Pflanzen wir hier gleich noch mal mehr an. So. Was? Nein. Hier Limits. So, diese. 100. Müsste ja dann gleich eigentlich funktionieren. Stirb, Wolf! Ach ja! Warum habe ich hier eigentlich noch eine Lücke in der Verteidigung? Ja, ja, gar nicht. So. Ja, aber so langsam kommen wir. So langsam kommt's. Müssen wir hier auch mal die Prio hoch. Heute, wir haben Leder. Leder heißt für mich. Bewegt sich alles von selbst. Leder heißt für mich. Wir können uns noch einen Wagen leisten.